Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und da steht er nun, der Porsche GT3 RS Baureihe 991, nicht der 991.2. Da habe ich ja in der gestrigen Folge und auch auf dem Community-Tab hier auf dem Kanal schon ein Bild, eine Grafik gezeigt, dass der dann in, ja, so ungefähr 2 Wochen oder in einer Woche, muss man eigentlich sagen, so anderthalb Wochen, sagen wir anderthalb Wochen, dann reinkommt, aber auch der normale oder der, ja, Non-Facelift GT3 RS der Baureihe 991 ist natürlich ein echtes Prachtstück. Und warum ist es ein echtes Prachtstück? Ja, nicht nur, weil das Auto einfach mega geil ist und weil ich ein mega Fan der GT3 Porsche bin, nein, sondern weil auch in Horizon 3 ich für dieses Fahrzeug ein richtig, würde ich schon sagen, gutes Tuning. Ja, gut ist eigentlich schon untertrieben. Es ist eigentlich ein sehr geiles Tuning, muss man einfach sagen. Ja, ähnlich wie beim AMG GTR gibt es nämlich auch für dieses Fahrzeug ein PXH Performance Tuning, was wir uns heute nochmal schnappen werden. Und ja, es kam sehr, sehr gut an, der AMG GTR, dass ich den wieder zurückgeholt habe. Und ganz viele haben gesagt, oh, bitte, 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 Ray, hol so viele PXR-Tunings wie möglich zurück in Horizon 4, damit wir gleich zu Release, der ja morgen für alle Ultimate-Besitzer ist, ja, es geht gleich bald los für euch. Und ich freue mich auch für euch, weil, ja, gemeinsam zocken macht halt mehr Spaß, ne, Leute? Und, ne, haben ganz viele gesagt, ey, Ray, wäre es nicht cool, wenn du eigentlich alle Tunings herholen könntest oder so viele wie möglich? Und da habe ich gesagt, jawohl, klar, super gerne. Das Problem ist nur, ich kann Tunings nur importieren von Fahrzeugen, die ich schon besitze in der Garage. Das heißt zum Beispiel für den Porsche 918 kann ich es noch nicht machen, weil ich noch keinen habe. Aber sobald ich einen habe, kann ich das Tuning entsprechend herholen. Den Porsche 911 GT3 RS hier, den habe ich mir jetzt mal gegönnt. 230.000 Credits. Ich denke, das kann man auf jeden Fall mal investieren für ein wirklich überragendes Fahrzeug. Und der hat auch hier im Spiel wieder extrem gute Werte. Und was ich hier sehr cool finde, ist, dass der GT3 RS hier bessere Handling-Werte hat als der GT2 RS. Und das ist ja auch richtig so. Der GT2 RS ist die Powermaschine. Der GT2 RS ist im Prinzip der auf, ja, der Turbo, der Porsche Turbo auf Steroide, nur mit Heckantrieb. Und der GT3 RS ist halt, ja, der, sagen wir mal, der normale 911 Carrera auf Steroide mit Heckantrieb und Flügel und allem, was dazugehört. Und deswegen, ja, dass der hier ein bisschen flotter ist in den Kurven und so, das ist ja okay. Ist ja auch leichter, der hat keinen Turboaufbau. Und deswegen, ja, für mich einfach das mega geile Fahrzeug, muss man einfach sagen. Wie gesagt, der Nachfolger oder das aktuelle Modell ist natürlich mein absolutes Traumauto derzeit. Aber nichtsdestotrotz finde ich den genauso cool. Einfach auch im Hinblick, weil es halt eben da auch ein PXH Performance Tuning gibt. Und kurz auch zu dem Tuning. Und es werden sicherlich einige bestätigen können. Das Fahrzeug hier, als das hier mit dem Porsche Pack in Horizon 3 reinkam, nebenbei erwähnt, der ist hier von Anfang an dabei. Da gibt es kein DLC oder so, dass man echt Geld zahlen muss. Porsche ist von Anfang an dabei, Leute. Weil die Frage wird immer noch mal gefragt. Nee, Porsche ist von Anfang an dabei und der hier auch. Aber als der in Horizon 3 eben durchs Porsche Pack dazu kam, war das Fahrzeug einfach in der Serie unglaublich krank. Also das Ding hatte Grip ohne Ende. Und dann haben ganz viele so gesagt, ja, hey, ohne Flachs, wenn der Ray es schafft, dieses Fahrzeug mit einem PXH-Performance-Fahrzeug auszustatten und das Fahrzeug noch besser zu machen, ja, als es eh schon ist, dann Hut ab. Und das war echt eine Challenge und ich habe gedacht, komm, die nehme ich mal an, ich versuch's mal. Und ich habe dann echt super, super, super lange an dem Fahrzeug ja, rumgedoktert. Und ja, ich habe es tatsächlich hinbekommen, dieses eigentlich schon, ich würde jetzt sagen, perfekte Fahrzeug, perfekt im Sinne von, es macht halt, was es soll, ja, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ich glaube, wie gesagt, das können einige bestätigen, die das Ganze schon in Horizon 3 getestet haben. Ich hoffe, dass das Tuning genauso wie beim GTR hier auch funktioniert. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Auch wenn die Herbsttage hier nicht die beste Streckenvariante oder Testvariante sind. Aber versuchen werde ich es trotzdem mal, das Tuning hier herzuholen. Und dann mal einfach gucken. Ja, und ich würde fast schon so weit gehen, dass der GT3 RS neben dem 918 Spider, ja, den ich ja auch gemacht habe, wahrscheinlich ja, mein Meisterstück war, tatsächlich. In Horizon 3 würde ich sagen, das war mein Meisterstück. Und deswegen bin ich umso glücklicher, euch jetzt noch zum Release sozusagen das Tuning hier auch in Horizon 4 zurückholen zu können. Wie gesagt, beim 918 leider nicht, den habe ich leider nicht. Aber ja, für den hier auf jeden Fall. Aber jetzt fahren wir erstmal natürlich in der Serie ein Rennen mit dem GT3 RS.
Guck mal, wie wir hier in dieser Track-Toy-Klasse so klarkommen. Da ist er nämlich drin. Und bevor wir mal ein Tuning draufwerfen, werden wir auch noch mal ganz kurz trotzdem ins Tuning-Menü springen. Ich habe da mal schon ein bisschen so reingespickelt. Und da haben die was richtig Geiles hinzugefügt für den GT3 RS hier. Was ich auf jeden Fall absolut feiere. Und ich hoffe, dass sie das auch beim Facelift-Modell mit dabei oder mit dazu genommen haben. Aber ja, ich will nicht zu viel hier euch jetzt irgendwie anteasern. Das werden wir gleich noch sehen. Upsala. Ja, und in diesem Fahrzeug hier, in dem GT3 RS, auch mit so einer, mit dieser lila Farbe, dessen Name ich jetzt schon vergessen habe, der spezielle Name bei Porsche, bin ich ja schon mal auf einer Rennstrecke mitgefahren, besser gesagt auf der Porsche eigenen Rennstrecke, nämlich in Leipzig haben sie ja eine eigene Strecke zusammengebaut und da durfte ich dann mal mit einem Profi-Rennfahrer mitfahren und ja auch driften oder beziehungsweise erst mit dem Ding gedriftet. Und ey, das ist schon ein böses, geiles Ding, muss ich einfach sagen. Ja, wer das sehen möchte, wie ich damit mitgefahren bin, dem kann ich nur den Vlog hier auf dem Kanal empfehlen. Der ist sogar auf der Startseite noch verlinkt. Ja, der ist irgendwie auf Porsches eigener Rennstrecke. Da durften wir auch selber fahren auf der Rennstrecke. Ja, nur halt den jetzt nicht. Das sind wir ganz normale. Also sind wir Cayman S sind wir gefahren. Boxer S sind wir da gefahren. Eine 911 Carrera, Carrera 4 S und so weiter. Also so diese, sag ich mal, Normalo-Modelle. Ja? Und das war ein richtig geiler Tag, muss ich sagen. Wir durften auch das Werk in Leipzig besichtigen. Und eben halt auch Porsche auf einer Rennstrecke fahren. War halt schon sehr, sehr cool. Und eben dann, ein Highlight war halt eben mit dem 911 GT3 RS. Da gab es das Facelift-Modell ja noch gar nicht. Das kam ja erst danach dann raus. Kurz danach wurde das veröffentlicht. Ja, durften wir da eine Runde mitfahren, das war schon sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, guckt euch den Vlog an, falls ihr den noch nicht kennt. Ich kann ihn euch ja mal hier in die Videobeschreibung auch verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Sollte ich es vergessen, den Vlog hier zu verlinken, dann erinnert mich einfach in den Kommentaren. Dann ergänze ich den noch. Aber ja, war übrigens mein erster Vlog, den ich geschnitten habe auf dem Kanal. Also seid nicht zu kritisch, aber ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, ein cooler Vlog dahin zu bekommen. So, da drehen wir nochmal am Rad. Vielleicht kriegen wir jetzt Geld. Ja, wir kriegen Geld. Okay. So, ja wunderbar. Dann porten wir uns noch mal zurück zum Festival. Und gehen erstmal ins Tuning rein. Weil, wie gesagt, da ist definitiv was ganz, ganz Cooles passiert. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es im Vorgängerteil, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, ob es da einen Motorswap gab. Aber es gibt einen neuen Motorswap, definitiv einen neuen Motorswap. Und ich gehe mal auf die Leistung. Also erstmal, das ist ein 3,8 Liter Boxer 6-Zylinder Twin Turbo. Allein das ist ja schon krass. Also 3,8 Liter Boxer 6-Zylinder Twin Turbo. Das könnte man jetzt meinen, ja, aus dem Turbo vielleicht. Aber wenn man jetzt mal die Eckdaten anschaut, 515 kW, das sind umgerechnet so ziemlich genau 700 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment. Da müsste es jetzt bei ganz vielen eigentlich schon klingeln, was für ein Motor das ist. Jawohl, das ist der Motor aus dem GT2 RS. Man kann den Motor aus dem GT2 RS hier in den GT3 RS reinmachen. Und ich hoffe, dass es auch beim Facelift-Modell geht, weil ich finde es schon irgendwie cool. Weil, wie schon gesagt, der GT3 ist eigentlich von der Kurvenlage und so weiter eigentlich tatsächlich nochmal ein Stückchen besser. Also würde ich auch sagen, dass, also im Spiel ist das definitiv. Ja, also von den Leistungseckdaten her hat er bessere Querbeschleunigungswerte. Aber ich würde auch sagen, dass in Real Life der GT3 RS um die Ecken und um die Kurve schneller gehen kann als ein GT2 RS. Liegt aber auch daran, dass ein GT2 RS in echt halt auch wirklich diesen Turbomotor hat, der schwerer ist und insgesamt auch das Ganze anders gekühlt werden muss. Hier im Spiel wird es ja dann gar nicht betrachtet. Ja, die bauen den ein und der wirkt sich dann gar nicht so krass negativ aus auf das Ganze, wie es eigentlich sollte. Sagen wir es einfach mal so. Aber egal, um das geht's nicht. Wie gesagt, Tuning hier können wir gerne nochmal irgendwann angucken. Ihr könnt euch ja gerne über das Auto-Wunsch-Format, da gibt es ein extra Formular in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ja extra das Auto nochmal wünschen mit dem Umbau oder mit spezielleren anderen Umbauten. Wir wollen jetzt aber entsprechend
unser PXH Performance Tuning Laden. Und da ist es auch. Da gibt es auch wieder wie beim GTR eine Black Edition. Die lasse ich euch natürlich oder habe ich euch auch schon freigegeben. Aber wir gucken uns natürlich den normalen an. Und ja, 477 kW Leistung, 597 Newtonmeter Drehmoment, 1,2 Tonnen schwer oder 1,3, wenn wir es richtig runden. Nochmal eine etwas bessere Gewichtsverteilung. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist mein Meisterstück. Neben dem 918 Spider Tuning, der war auch nochmal richtig krass. Wenn nicht sogar, na, ich weiß nicht, die nehmen sich nicht viel, würde ich sagen. Also beide Tunings sind echt nochmal, wo ich mich selbst überrascht habe, wo ich gesagt habe, boah, okay, also da habe ich jetzt richtig was rausgehauen. Ich muss aber auch sagen, beim 918 Spider sowie auch bei dem habe ich, glaube ich, fast 16 Stunden alleine damit verbracht, das Tuning so einzustellen, dass es funktioniert. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob das Ganze wirklich auch hier im Spiel funktioniert, also hier jetzt in Horizon 4, weil die Physik sich doch nochmal ein bisschen verändert hat. So, ja, jetzt müssen wir natürlich noch das entsprechende Design laden. Jetzt müssen die Vorschaubilder noch kommen, wunderbar. Und da gibt es natürlich mehrere Designs hier. Das ist hier das Classic Design. Aber wir nehmen mal entsprechend dieses hier, denn es gibt eigentlich die ganzen Farben, die es eigentlich auch für den neuen, also für den normalen GT3 gibt, gibt es hier auch, also zumindest mal die Akzente. Und wir nehmen jetzt natürlich das Lilane, das sind wir gerade eben schon gefahren. Also nehmen wir das jetzt auch mit den lilanen Akzenten. Auch die ganzen Designs sind schon freigegeben. Und wir gucken es uns jetzt gerade nochmal ganz kurz an, im Forza Vista-Modus, ehe wir dann rausgehen. Und da haben wir das gute Ding. Oh ja, PXH Performance. Uhuhu. Oh yeah. Oh yeah. Oh, ich hoffe, der funktioniert jetzt hier. Ja, auf der Seite steht Porsche. Ah, ein Killer. Ein Killer, ein Killer, ein Killer. Jo. Na, ja, da liegt nochmal ein bisschen tiefer. So, und wir wollen natürlich auch ein Rennen fahren, würde ich sagen. Das gucken wir gerade mal. Gibt es hier nochmal neue Rennen? Machen wir gerade nochmal den Filter entsprechend rein. Und da oben gibt es auch eins, dann fahren wir doch da einfach mal hin, würde ich sagen. Und ja, während ich da hinfahre, würde ich sagen, machen wir nur noch einen Soundcheck, oder? Wobei ein Soundcheck wäre eigentlich am besten, wenn man es auf der Autobahn macht, weil da ein Tunnel ist, ne? Dann machen wir den danach vielleicht. Machen wir den danach. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind auch meine ersten Meter. Ich habe das Tuning noch nicht angebracht, also ich weiß nicht, ob das Tuning funktioniert. Ich hoffe es halt mal. Also, ich wollte jetzt nicht vom Gas gehen. Sorry. Weil ich wollte jetzt mal gucken, wie schnell ich durch die Kurve komme. Ich dachte, der Passant ist ein bisschen schneller und ist dann schon wieder weg. Okay. Also vom Gefühl her würde ich sagen, das Tuning ist auf den ersten Meter ein bisschen untersteuernd. Also untersteuernder, als ich es in Erinnerung habe. Sagen wir es mal so. Ich meine, ich fahre jetzt hier auch in die Kurven wie ein Vollidiot. Irgendwie habe ich gerade eine Allergie auf Verkehr. Kann den gerade nicht so richtig ausweichen. Wenn wir über Schotter fahren, dann fahren wir halt mal über Schotter. Also so vom Ersteindruck ist, das Ding hat auf jeden Fall nochmal mehr Grip, klar, als die Serie. Natürlich auch mehr Bums, logisch. Das sind auch die Veränderungen, die stattgefunden haben bei dem Tuning. Die paar Kurven hatte ich so das Gefühl, oben, also so aus der Kurve raus, im Exit, ein bisschen untersteuernd. Aber das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Ich habe nämlich das Fahrzeug auch ein bisschen zu sehr reingeprügelt. Und man muss ja sagen, wir sind jetzt im Herbst unterwegs. Also im Sommer könnte die Sache nochmal anders aussehen. Aber das könnten wir doch jetzt eigentlich mal machen. Pass mal auf, wir fahren jetzt mal, ich hoffe doch, die Zeit müsste reichen. Wir fahren jetzt mal drei Rennen. Eins jetzt im Herbst, dann eins im Frühling und eins im Sommer. Weil Rennen können wir ja die Jahreszeit ändern. Und dann bin ich mal gespannt, wie er tatsächlich performt. Gerade im Sommer und im Frühling, wobei... Ja, Frühling ist ja ähnlich wie Herbst eigentlich. Da ist ja auch ein bisschen alles feucht, aber ein bisschen wärmer, der Asphalt und so weiter. Weil da wurde ich auch gefragt, ob das wirklich Unterschiede macht. Und ja, das macht es auf jeden Fall.
Oh, die Blitzerzone hätte ich jetzt eigentlich mitnehmen können. Ach, egal. Können wir danach vielleicht noch machen. Also, Solo. Genau, das waren wir erstmal im Herbst. Da bleiben wir dabei. Und dann schauen wir mal. Man muss auch dazu sagen, dass die Designs entstanden sind, noch bevor der GT2 RS damals mit Motorsport 7 quasi zum ersten Mal präsentiert wurde. Das habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen, als der GT2 RS ähnliche Optik aufgewiesen hat. Aber es sieht ja auch geil aus, also scheißegal, ob es jetzt vorher oder nachher ist eigentlich, solange es gut ausschaut. Das Einlenkverhalten ist halt übertrieben. Einlenkverhalten ist halt richtig genial. Ja, in Horizon 3 gab es ja das Format RTDT, was dafür stand für Ray Tested Dein Tuning. Da habe ich ja hier Tunings aus der Community mal so ein bisschen getestet und je nachdem, wenn mir was aufgefallen ist, auch versucht, ein paar Tipps mitzugeben. Und im Prinzip mache ich das jetzt selber so ein bisschen, ja. Ich nehme meine Tunings aus dem Vorgängertitel und führe sie hier oder füge sie hier ein und guck mal, wie sie sich anfühlen in dem Teil. Versuche jetzt sogar so ein bisschen selber rauszufinden. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall besser als die Serie hier. Also wenn ich den Serien GT3 RS hier im Spiel nehme, zu dem Tuning hier, ist das Tuning auf jeden Fall besser. Also nach wie vor ist das PXH Performance Setup besser als der eh schon kranke GT3 RS, ganz klar. Mit besser meine ich nicht nur einfach, die Werte oder so haben sich verbessert, sondern es fährt sich einfach auch besser. Unabhängig davon, dass das Ding jetzt mehr Leistung hat oder sonst was, es fährt sich einfach besser. Nur eben, ob es jetzt auch so perfekt ausgewogen ist, wie es... Ja, da habe ich mich jetzt gut verbremst. Ob es jetzt auch so perfekt ausgewogen ist, wie eben im Vorgängertitel, na, da bin ich selber noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß es nicht. Weil es schon sehr, 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 sehr gut sich veranlasst. Es funktioniert auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das heißt, ihr, wenn ihr zum Start in GT3 RS gleich in einem Wheelspin zieht oder euch kauft, wie gesagt, 230.000 Credits, das ist ja verhältnismäßig echt günstig, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein richtig krankes Tuning und auch einige Designs zur Auswahl. Und auch das Black Edition Design für den hier ist natürlich freigegeben, falls der ein oder andere das hier schon direkt sucht oder haben möchte. So, und wir fahren ja, glaube ich, weiterhin noch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? So, will ich nochmal so angemerkt haben. So, und dann fahren wir jetzt mal im Frühling. Den Winter lassen wir jetzt mal aus. Den können wir dann testen, wenn wirklich Winter ist. So, dann, ja genau, machen wir noch die Blitzerzone hier gerade. Dann nehmen wir jetzt mal von da oben Anlauf vielleicht. Dann gucken wir mal, wie schnell wir durch die Blitzerzone kommen. Weil eigentlich für so eine Blitzerzone müsste der hier ja eigentlich wie gemacht sein. Upsala. So, kehren wir hier mal kurz um. Hoffe ich mal, dass kein Verkehr da jetzt gleich durchfährt. Oh, der Sprung ist kacke. Oh, der Sprung war kacke. Ich glaube, es zählt jetzt nicht mehr, ne? Wenn ich, wenn ich Flashback nutze, dann zählt es nicht mehr. Oder doch? Okay. Muss man nicht ein bisschen diagonal springen. Gucken wir mal, ob es für 3 Sterne gereicht hat. Ja, easy. Ja, dachte schon. Wenn nicht mit dem, mit wenigem sonst, ey. Und wieder eine Blitzerzone durchschossen. Gute Arbeit. Kira sagt, ich kann die Videofeeds auf die große Festival-Leinwand streamen. Bei der nächsten Blitzerfahrt hagelt es Applaus für dich. Juhu, das hoffe ich doch auch, dass es für mich Applaus hagelt. Ja, nächstes Rennen, wie gesagt. Dann machen wir mal Straßenrennserie. Hier ist noch eins. Und da versuchen wir jetzt mal im Frühling zu fahren. Mal gucken, wie er sich da so verhält. Und dann halt im Sommer, da bin ich wirklich gespannt. Juhui. Thank you.
Ja, zur Kamerasicht muss ich sagen, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, bei diesen Arcade-Spielen, und da zählt natürlich halt Horizon dazu, spiele ich halt lieber in der Außenperspektive, weil ich da einfach ein bisschen mehr Übersicht habe. Ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere halt gerne die Cockpitsicht mehr sehen würde, aber ganz ehrlich, wenn ihr Cockpitsicht sehen wollt, dann schaut hauptsächlich Let's Plays zu Forza Motorsport an oder halt eben zu solchen Rennsimulationen, da fahre ich ausschließlich in der Cockpitsicht. Hier versuche ich aber schon des Öfteren mal die Cockpitsicht zu nutzen, weil die, finde ich, jetzt im vierten Teil hammergeil ausschaut. Die nimmt sich eigentlich zu der Cockpitsicht in Motorsport 7 gar nichts mehr. Das ist überragend, das Innenmaterial sieht geil aus. Also das Alcantara-Lenkrad sieht halt fast 1:1 wie Alcantara-Lenkrad aus. Ein bisschen sieht man schon, dass es noch in-game oder Spielgrafik ist, aber ja, es sieht schon gut aus. So, egal. Wir machen jetzt hier weiter solo und jetzt müssen wir aber eine Blaupause erstellen, denn... machen wir offen, jawohl. Wir müssen hier die Jahreszeit wechseln. Frühling, Sonne, gar starker Regen. Nee, das machen wir nicht. Machen wir mal wolkig. Das passt schon. Oder kann man beliebig machen? Nee. Okay, machen wir wolkig. So. Macht, passt schon. Blaupause erstellen. Frühling, probieren wir es mal aus. Jawohl. Dann schauen wir mal, wie er funktioniert. Ah, das ist einfach so ein schönes Auto. Ich habe schon mal gesagt, ich bin hier super markenneutral und ich finde es auch wichtig, dass man halt nicht irgendwie gegen andere Marken schießt oder generell so dieser Hass auf irgendwas zu haben, ist so unnötig irgendwie. Man kann ja Sachen lieben und andere Sachen für neutral betrachten. Und bei mir ist halt wirklich so, hier auf dem Kanal, wenn ich irgendwas sage zu Porsche, ja, dann nimmt es mir nicht übel, ich bin halt ein absoluter Porsche-Fan. Und wenn ich halt einen Porsche sehe und gerade so ein GT3 RS, dann ja... ist es um mich geschehen. So, das ist jetzt Frühling. Gut, dadurch, dass wir jetzt eine tiefstehende Sonne haben, ist es trotzdem irgendwie noch so ziemlich orange alles und wirkt trotzdem noch irgendwie herbstlich. Aber ja, also man merkt so ein bisschen an den Bäumen, ist es nicht mehr ganz so... grau. Okay, also hier merkt man es deutlich. Der Grip hat echt zugenommen. Uiuiuiui. Okay, das ist gegen Herbst echt nochmal ein Unterschied. Das Ding hat auf einmal überragend viel Grip. Leckt mich am Arsch. Da will ich gar nicht wissen, wie es jetzt gleich im Sommer ist. Ein bisschen mal später gebremst. Wow. Was war da los? Oh, ich mag diese Landstraßenabschnitte, sind aber so genial gut. Ja, ich traue mich gerade nicht so richtig schnell da durchzufetzen, weil ich nicht so ganz weiß, was der Driver Tar da vorne macht und ich will dem jetzt nicht irgendwie reinballern. Nein, jetzt bremse ich. Ja, und der ganze Multiplikator da oben auch weg. Ah, jetzt habe ich mich da auf dem Rasen angebremst und dadurch... Ah, scheiße. Okay, jetzt wird's schwer. Komm, jetzt müssen wir aber volles Risiko gehen. Ich möchte das Rennen gewinnen. Das werde ich aber nicht mehr. Scheiße! Ja, diese Fehler hätte ich nicht machen dürfen. Aber wir hätten... Also von der Speed her waren wir auf jeden Fall schneller als der Vordermann. Würde ich ganz kackendreist behaupten. Aber ja. Wenn der Mensch versagt, ne, kann die Maschine nichts dafür. Muss man sagen. Das muss ich auf meine menschliche Kappe nehmen. Aber um die Wiedergutmachung zu leisten, können wir jetzt gleich im Sommer fahren. Definitiv. Eine Zylinder! Ein marineblauer Zylinder. Sehr cool. So, und dann gucken wir mal, wo haben wir denn noch was? Hier haben wir alles, ne? Hier haben wir alles. Hier unten ist noch eins, weil ich würde ganz gern nicht in der Stadt jetzt fahren, da in der Stadt haben wir ja auch nochmal eins. Okay, das hätten wir auch noch. Wobei das durch Edinburgh war ich auch... Oh, ne, ist ein Sprint drin, ne? Ist kein Rundkurs, ne? Ne, ich will schon da unten dann auf der Landstraße fahren. Okay, einen guten Vergleich. Aber finde ich cool, dass man in den Blaupausen entsprechend die Jahreszeiten wechseln kann. Cool würde ich es jetzt halt noch irgendwie finden, wenn man in privaten Online-Lobbys halt eben auch noch die Jahreszeit anpassen könnte. Aber da warten wir einfach mal ab.
So. Woran erkennt man ein Fahrzeug mit sehr viel Grip, wenn es in der Driftzone trotz Vollgasfahren keinen einzigen Driftpunkt holt? In dem Fall ist es ein gutes Indiz, wenn man das halt so haben möchte. So, ich wollte eigentlich noch den Soundcheck machen, den machen wir auch noch. Weil das Auto, finde ich, klingt gerade so, das Geblöppere klingt schon echt sehr, sehr gut. So, Track Toys, offen. Und jetzt machen wir hier Sommer. Sommer. Komm, wir machen jetzt vier Runden mal. Ich habe Bock auf vier Runden. Machen wir. Komm, wir wollen richtig schönes Wetter haben. Mittag. Fliegend, Autogleise, blablabla. Machen wir, Blaupause erstellen. Jawohl. Finde ich auch geil, dass der M4 GTS jetzt auch so in die Klasse hier reinzählt. Können wir auch vorstellen, dass sie den M4 GTS auch nochmal ein bisschen mehr Grip gegeben haben, wie im dritten Teil. Was ich begrüßen würde und wahrscheinlich auch realistischer wäre, als es im dritten Teil war. Aber werden wir noch rausfinden, denke ich. Boah, ja, Sommer sieht halt echt aus wie Sommer, ne? Schön hell alles, schön grün und so kennt man Horizon eigentlich. Wenn wir denken, dass wir jetzt die ganze Zeit in einem düsteren, schaurigen Halloween, wollte ich schon sagen, Herbst unterwegs waren. Ja, Grip ist nochmal ganz anders. Wahnsinn. Ja, also hier müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Also im Sommer funktioniert das Tuning vielleicht sogar noch besser als in Horizon 3. Aber das liegt auch daran, dass die Physik hier einfach nochmal... Ja, besser geworden. Meiner Meinung nach besser geworden ist, weil sie halt einfach viel aus Motorsport 7 übernommen haben. Und ich liebe es ja, meine Tunings ein bisschen, klar, gut fahrbar einzustellen, aber auch ein bisschen hart abzustimmen. Und ein bisschen härtere Tunings funktionieren halt in Motorsport immer richtig, richtig gut. Und ja, das funktioniert jetzt hier halt auch richtig gut. Also nicht zu hart natürlich, das darf man nicht machen, aber... Alter, wie man hier durchfahren kann. Einer schönen Lenkbewegung. Geil. Einfach nur... Hammer. Geil. Wenn jetzt der 918 PXH Edition, ist ja kein Performance, ist ja eine Edition, auch noch so funktioniert, dann geil. Aber ja, der 918 kann ich mir, glaube ich, noch nicht leisten. Aber ich versuche den so schnell wie möglich zu bekommen. Jetzt bin ich ja gerade ein bisschen blöd gefahren. Komm, fahren wir auch nochmal den Rest in der Cockpit-Sicht. Und sogar ein bisschen Wasser hier noch, okay. Scheibenwischer bleibt trotzdem aus. Er lässt das Wasser einfach... Ich glaube eher, das ist ein Grafikfehler gerade, dass hier noch Wasser auf der Scheibe ist. Weil eigentlich würde das Wasser ja durch die Fahrt ein bisschen zur Seite oder so gehen. Ich glaube, das ist jetzt echt ein Grafikfehler. Aber egal. Einfach Schmutz auf der Scheibe. So, wir haben vier Runden gemacht. Das war zu spät gebremst. Uiuiuiui. Das war jetzt zu spät gebremst. Also mal wieder bei dem Punkt, wenn der Mensch versagt. Oh, freue ich mich auf den 991.2. Und, ja, eigentlich will ich es nicht anteasern oder ankündigen, aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde definitiv mit dem Facelift GT3 auch ein Facelift PXH Performance machen. Das ist sowas von sicher. Ich finde aber auch geil, dass der Kilometerzähler funktioniert, ne? Habt ihr das gesehen unten links? Das ist schon sehr cool.
Zack, da ziehe ich nochmal den Depp hier am Ende der Folge. Oh, das gab auch nochmal cool, gut Kohle. Klar, gut, war auch ein 4-Runden-Rennen. Da gibt es immer ein bisschen extra Money. Nice. Nice, nice, nice. Ja, Leute, ich kann es nochmal sagen. Morgen geht's los für die Ultimate-Besitzer. Besser gesagt, heute Nacht eigentlich, wenn man so möchte. Um 0:01 Uhr. Geht's los für die Ultimate-Leute. Ich freue mich wirklich für euch. Ich freue mich wirklich. Das ist nicht irgendwie geheuchelt. Das meine ich wirklich, wirklich ernst. Eine Edinburgh-Uhr. Ich sage immer noch, ey, ich finde, das Edinburgh klingt geiler. Edinburgh. Brr. Naja, egal. So, am Ende der Folge, ich habe euch was versprochen. Fahren wir zur Autobahn und zum Tunnel. Und die Autobahn ist ja gar nicht so weit weg. Moment, muss ich gerade überlegen. Hier müsste die Auffahrt sein, ne? So einmal darüber. Okay, dann fahren wir da mal hin. Und was wir aber noch machen, bevor wir das machen? Halt, wir machen mal noch ein paar Nachrichtenzentrale. Was haben wir denn bei Nachrichten? Tägliche Auszahlung, Designbelohnung. Ja, guck mal. Da haben gleich ganz viele gesagt, was? GT3, Spectre Performance, lade ich gleich runter. Wahrscheinlich war es so. Ne, Wheelspins haben wir noch. Die drehen wir jetzt mal noch. Ich hab euch ja gefragt, ob ich die Wheelspins offscreen machen soll oder in der Folge. Und ja, ich mache sie jetzt in der Folge. Deswegen machen wir die jetzt mal noch schnell. Und ich lasse es auch immer durchdrehen. Ich überspringe das nicht. Weil sonst könnte man ja einfach ganz schnell überspringen. Da wird es immer gleich zum Preis springen. Aber so ist es ja eigentlich interessanter. Weil das Pelikan-T-Shirt ist halt natürlich schon... Die Spannung war da jetzt schon groß, das zu bekommen. Morgenlau. Ey, wieso kriege ich immer so viele Emotes? Gut, es gibt halt einfach auch scheiße viele in dem Spiel. Aber ein bisschen mehr Autos oder mehr Credits würden echt nicht schaden. Ja, okay, die Credits kannst du ja in den Allerwertesten schieben. Ist ja fast wie beim Wheelspin-Multiplayer-Format in Horizon 3, ey. Da hat mich das Glück auch nie so wie ich. Aber, ja, ein MX-5 finde ich schon, kann man schon machen. Den kann man schon nehmen. In Mazda Miata. Slap in the Bus Hupe. Okay, so. Zwei Spins haben wir noch. Dim dim. 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 Natürlich. Komm, letzter Spin. Letzter Spin. Letzter Spin. Natürlich. Natürlich. Ne, es ist nicht der letzte Spin. Pass auf, da gibt's doch bestimmt jetzt beim Auto, kann ich noch mal ein bisschen ein paar Vorteile kaufen. So. Erstmal. Dein Fuhrwerk erhöht. So, genau, hier kann ich nochmal einen Wheelspin holen. Und der rockt jetzt, weil das ist der Wheelspin vom GT3 RS. Und der muss ja richtig brutal sein. Ja, ja, okay. Geben wir es auf. Komm, machen wir das hier, die untere Reihe, noch komplett. Beziehungsweise, was haben wir denn hier noch alles? Dreifacher Überholmeister. Ja, komm. Wir machen den jetzt einfach mal ein bisschen, pimpen wir den mal. Dann können wir nämlich nochmal einen Wheelspin nehmen. Einfach weil ich es kann. Der klappt jetzt. Der ist jetzt Hammer. Da kommt jetzt der hammermäßige, kranke Spin raus. Ja, ich will nicht. Nein, ich will das nicht verneinen. 2002 Turbo ist ein geiles Kfz. Definitiv. So, was können wir noch? 105 saubere Fähigkeiten. Okay, das ist geil. Was haben wir denn hier noch? Die Leute lieben dein Auto halt, eine dauerhafte Erhöhung deines erhaltenen Einflusses. Okay. Hätten wir eigentlich alles vor der Folge machen müssen. Ich vergesse das noch immer, dass es das jetzt gibt. Was haben wir hier noch? Die Punktzahl beinahe Trefffähigkeit wird erhöht. Okay. Finde ich auch gut. Was haben wir noch hier alles? Geschwindigkeits. Ja, ich mache den jetzt einfach mal voll. Komm, scheiß drauf. Warum nicht? Außer das Unrechts. Das kostet 25 Punkte. Das kann ich jetzt erstmal noch nicht machen. Da habe ich nicht so viele Punkte. Und das da oben ist ja nur für die nächsten Rennen. Aber was ist denn das? Du verdienst in den nächsten 10 Straßenrennveranstaltungen in deinem Auto 20% zusätzlich. Okay, wie gesagt, ich hätte es echt vorher machen müssen. Aber okay. Ein andermal dann vielleicht. So, jetzt warte, das müssen wir... Also Route ist noch festgelegt, wunderbar. So, wir machen noch Soundcheck. Die Folge wird wieder deutlich länger. Ich will eigentlich immer nur eine halbe Stunde machen, aber ich krieg's nie hin. Aber ich glaube, es ist euch egal, ne? Upsala. Habe ich doch wieder einen Wheelspin? Okay, komm, den nehmen wir jetzt mit. Vielleicht kriegen wir jetzt kriegen wir den Hammer übertriebenen Super-Duper-Gewinn. Das Besseres gibt's einfach nicht. Denn wir kriegen ein Polaris RZ... Ach nee, ganz ehrlich. Ja, mit Handbremse wollte ich auch mal probieren, hier ein bisschen quer zu fahren. Ah.
Ja, klappt ganz gut. Mit Handbremse kann man es ein bisschen... bisschen angehen. Dashcam-Sicht hier nutzen. Ja, ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, der hat vergessen, die Scheibenwischer richtig zu aktivieren. Ja, ist ja auch egal. So, Autobahnauffahrt. Oh, Abfahrt ist es eigentlich. Fuck. Ich bin zu deutsch. Ich wollte auf die rechte Seite. Egal. Wir machen jetzt halt einfach entgegengesetzten Soundcheck. Deswegen, ja, ich bin raus schon mal mit der Folge. Ich gebe euch jetzt noch am Schluss den vollen Spielton. Viel Spaß mit dem Boxer 6-Zylinder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. We'll be right back.